Hello friends, wir werden invaded. Ja, wir werden invaded. Wie Invaded immer. with delay da. Ich Ach hab so, noch. Pfeil und Bogen, dann schießen wir auf den Schmetterling da oben. Was für ein Schmetterling? Ach ja, den habe ich auch schon wieder vergessen. Warte mal, der Bogen habe ich dabei. Aber wo kommt denn der? Ach, ich habe noch die Feuerpfeile ausgerüstet. Na egal. Arme Tier. Was hat denn der? Der lässt Giftdinger, der, wie heißen sie? Dämmerungskraut, okay. Brauche ich auch nicht. Ne? Warte mal, ich guck. Ich komm. Ne, ich könnte rasten. Also. Dann kommt der Kenner, dann was. Verstehe ich jetzt dann nicht. Dann ist es wahrscheinlich ein privates Gebiet oder so, da wo man nur alleine hin darf, ohne. Ach so! Ah, natürlich! Ah, und jetzt? Dann Plan B. Ah, dann kann man die Gargoyles nicht zusammen machen. Doch, doch, die Gargoyles schon. Soweit ich weiß, oder? Wo bist du? Ich da. Bin gerade da. Ich hatte mal die Kisten frei gemacht. Okay. Machen wir die Dätze. Ja, das kann man ja doch immer wieder brauchen. Das stimmt. Was geht denn das jetzt, ne? Ach, der Festungsschlüssel. Okay. Ja, damit kann man die Schmiedetür aufmachen, aber die würde ich eh mal zulassen. Was hier oben eigentlich? Ja, das, diese, ach ja, die Gegend, ja. Ja, weiter. Oder wo wolltest du jetzt hin? Anders, da kennen wir ihn nicht, oder? Ne. Keine Ahnung. Ja, doch, wir können auch hier lang laufen. Warte mal. Wo? Hier. Ich komme. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja. Da müssen wir auch, glaube ich, nee, wo müssen wir denn hin, um zu den Gargoyles zu kommen? Ne, zu den Gargoyles müssen wir ohne durch die, wir müssen in den Turm neu. Ne, wo die jetzt die Wand war, wo versperrt ist. Ah, da hört man so schon. Ach, kommen wir jetzt vielleicht neu? Müssen die erst, da muss man erst die Sequenz ausgelöst haben. Eigentlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich da, wo der Pharos ist, ist das doch ein Gegenstand, oder bin ich bescheuert gerade? Also wo du den Pharos benutzt hast, da geht's doch gar nicht zu den Gargoyles, oder so? So. Oder? Jetzt macht mich ganz durcheinander. Wir haben dazu keine gemacht. Keine Ahnung mehr. Ah, du kannst ja auch aufmachen, das ist ja krass, ja. Aber nur bestimmte, nicht alle. Da unten geht's zum Ding, zu den Gargoyles. Ja, in den Mondturm, da kommt das kleine Männel. Auf der Wäsch, der dir den Eid anbietet. Prinzess. Ach, ja, 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 stimmt, ich erinnere mich. Ja. Und ich konnte nicht neu. Ja gut, weil es ein optionaler Boss ist wahrscheinlich. Ja gut, müssen wir irgendwas anderes machen, ne? Ja. Alte Sünderin umklatschen. So, wo sind wir dann? Wir haben ja noch einen Verfolger da draußen, ne? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Den müssen wir auch mal irgendwann kümmern. Den Geheimgang da, Oder unrum, wie du willst. Egal. Wo bist denn du jetzt? Diese Viecher hier zu klären. Oh, sehr gut. Finde ich noch irgendwo einer, ich weiß es. Naja, du nicht. Das habe ich auch nicht verstanden mit der Tür, da ist nur ein Skelett dahinter. Ja, ich auch nicht. Irgendwie einfach nur ein Spaß. Ne? Perfekt. Wo kommt der jetzt her, du? Wüsste ich aber auch mal gerne. Einen hier oben finde ich. Ach, der ist schon angekommen. Boah, der ist hier. Aber guck mal, geheime Wände kann ich nicht aufmachen. Ja. Das ist natürlich schade.
Grüne Blüte, okay. Hier bin ich was abgekratzt im Let's Play, bei dem. Ja, das ist halt auch, wenn er so überraschend auftaucht. So, jetzt ist auch nicht krass. Wow, ist das krass! Das ist so Arsch, ey, du hast mich so verschreckt, jetzt. Ich hab gar nicht reagieren können. Oh, oh, oh. Das kann man ja nicht verlieren. Oh, kannst du machen, so einen Schaden, Alter. Ach du liebe Leute, ja. Einfach muss so parieren. Schade, dass man nicht in die Animation drücken kann, hä? Ja, ne? Boah, da will ich ja gar nichts machen. Hallo. Wow. Parieren mit meinem Hobby, ohne Witz. Das war gut eben. Parieren mit meinem Hobby. Das Schild brauche ich nicht, da vorne. Okay. Ist uninteressant. Aber das, was, das weiß ich nicht mehr, was da liegt. Weißt du das? Ich glaube, Menschenbild, Heimatknochen. Irgendwas. Das ist was Feines. Flammenschmetterling. Oh, ohne Fackel. Ja, ja. Ja, was soll ich denn da damit? So, komme ich da auch wieder zurück? Ja. Ja, du bist gut. Wenn alles gut läuft. Oh. Oh, ja. Super. Ah, nee. Ei, ei, ei. Das war jetzt nicht gut, ne? Intro? Abbrechen? Kannst du dich abbrechen, ja, ja. Okay, wo ist er dann? Ich hab's tausendmal gesehen. Oha! Nee, Alter! Das ist krass, ja. Hast du pariert? Nein, ne? Doch, ich hab pariert. Echt? Ja, ja. Aber es passiert nicht viel. Also es lohnt sich nicht wirklich. Schade, ja. Oh. Aber es, also... Es... Ja, ja, es geht auf jeden Fall. Wow, die ist die schnell. Ist die schnell, ja. Die unterschätze ich auch immer wieder, ja. Ja, ich auch. Diese Troller, ja. Und wenn sie hochspringt, op! Oh, das war knapp. Das war super, nicht knapp. War genau desto ist krass, ja. Und wenn sie dann, springt die der doch nicht aus dem Fokus raus. Weiß ich gar nicht. Oh Gott. Ah, jetzt hat sie mich mal getroffen. Das cool. Na komm. Einer brauchen wir noch. Tschüss. Super. Wow. Wart, ich mache einen Kriegsschrei. Wo habe ich jetzt mal einen Kriegsschrei? Ich bin nicht so aufgeregt. Klasse. Yippie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen eingespielt ist, was haben wir denn jetzt gekriegt eigentlich? Wow. 30.000 in etwa. Also... Mhm. Deswegen siehst du auch mal, wie schnell wir da sind. Das ist krass, oder? Ja. Geh mal kurz im Schmied und werte mal kurz das Schild ein bisschen auf. Ja. War sinnlos, aber mein Gott. Du hast ja auch noch so eine Waffe, die mit sowas richtig skaliert, weißt du? Ja. Der Degen. Backstabben, ja. Da machst du gleich mal das Dreifache an Schaden, ey. Extrem bei dir. Blutungsmesser, genau. So, den kann man glaube ich nicht, wenn ich recht will. Magst du erst aufmachen oder da ist er schon? Oder willst du nicht? Machen wir erstmal platt, oder? Okay. Wo ist er dann? Ah, da hört man den, ja. Oder? Oh! Wow. Das war jetzt nicht so fein. Ja, mach den immer da oben an der Türschwelle, da trifft er einen. Ach, jetzt kommt der Fuzzi. Ist auch rausgerannt, komm. Boah, das Vieh ist so mies, ey. Also parieren kann man den nicht. Nee, das geht glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Aber jetzt können wir da ein bisschen dicht, das ist gut. Ja, ich. Wenn ein seitlich stehe, ich kann trifft er dich nicht. So. Oh, jetzt will er mich haben, oder? Nee. So, das ja, war's. Weg mit dem. Oh, 2500. Puh, mein lieber Mann. Ne? So geil, ey, das hast du echt, ne? Aber du wärst nicht klar, ich vergesse es jedes Mal wieder, ja. Das war jetzt halt, weil ich dir jetzt halt auch zeigen wollte. Da habe ich gedacht, komm, da merkst du das. Dann zeige ich, ich habe die dumme Angewohnheit.
Wenn ich was, ich schreibe mal Zettel. Du müsstest mal sehen, wie mein Schreibtisch aussieht. Voller mit Zettel. Das mache ich aber auch. Das ist aber besser, wie man nicht denke, ah, ich bin das King und vergesse nichts, weißt du? Ja, ist echt so. Am Ende vergisst du die Hälfte. Ja. So. Liegt da auch noch was dran? Also ich konnte nicht aufmachen. Ich konnte gar nichts aufmachen überhaupt. Jeder weiße Ritter gehört dir, wenn du parieren willst. Okay. Das ist dann, probieren wir. Hallo? Steh mal auf. Volles Risiko. Ach, oh. Guck mal hier, das läuft doch. Zwei Hand und dann rein damit. Ja, da war's immer nicht so arg. Mir hat es jetzt gerade gereicht, dass ich ihn pariert habe. Oh, oh. Oh, sehr schön. Ah, Heidelsperr bekommen. Auch? Ah, oh, super. Ja, ja. Wie krass. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der denn immer fallen lässt. Nee, nee, der lässt auf gar keinen Fall immer fallen. Also ich habe ihn von dem noch nie bekommen. Okay. Kann man da runterfallen. Ich habe sehr viel Glück abzuhaben. Warte mal, ich mache gerade mal hier... die an. Weil wenn man mal die anderen anmachen will, dann habe ich hier das schon mal ohne diese Schmetterlinge dazu verbrauchen. Weißt ja. Du? Willst du auch mal den Boss parieren? Ich kann es probieren. Probieren kann ich's. Ja, warum? Wir gehen über studieren, oder? Ja, genau. Ich kann es probieren. Ich kann nichts versprechen. Ich hoffe, dass ich schnell genug wegkomme. Vollgetankt bin ich. Ja, ich meine, wenn man es nie probiert, dann wird man auch nicht besser, weißt du, wie ich meine? Ja, richtig. Mit dir probiere ich es ja auch die ganze Zeit und dann geht's böse ab. Wusch. Wusch. Also nach Parieren kann man echt süchtig werden, oder geht's nur mir so? Also ich, so schnell wäre ich nie mehr süchtig. So, dann lass mal Spaß haben hier. Jawohl, da gehen wir mal rein. Was für ein Schlag, ist es egal? Oder was er macht? Ich habe einfach irgendeinen abgefangen, den er gerade so mal so als Zufall gemacht hat. Oh, geh weg von mir. Ist er. Warte mal, ich lenke sie mal ab. Guck mal hier, hast du gemacht. Das ist krass, ja. Wow, ich hab's appariert. Wow! Ja, ja. Aber bringe du's nichts, so schwert. Nee, nee, du hast ja jetzt sogar zweimal pariert. Echt? Das erste Mal habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch, doch, hast du zweimal pariert. Komm mal her. Das hörst du immer am Geräusch, aber das geht bei der so ganz, ganz kurz. Das merkt man gar nicht. Unterbricht halt ihre Kampfserie, das ist halt das Gute dahinter. Oh. Boah, ist die schnell, hä? Ich weiß auch nicht. Ja, hör auf. Böses Vieh. Ah, keine Ausdauer mehr, das ist schlecht. Wer kommt denn eigentlich danach als Boss? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, jetzt macht's er ernst. Sehr schön. Ja, also die Gargoyles haben wir ja dann, wie gesagt, die nehmen wir ins Werft.